nähern uns der LZ. Hat das Spiel aber zu tun mit der Landung von dem Schiff hier. Und ich muss sagen, es ist so viel schöner hier, seit wir das Wetter geändert haben. Es ist so viel angenehmer, die Gegend zu betrachten. So, dann machen wir noch mal einen Ausflug hier. Was haben wir da? Das ist das zur Arche. Und hier drüben, PB Geheimprojekt. Okay, Reltech von der Reliktstätte auf Volt beschaffen. Das wollen wir auch machen. Und hier oben haben wir noch was. Mit dem Widerstand treffen. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit der Asari-Arche an. Und schauen uns das Ganze an. Da bin ich sehr gespannt. Und danach werden wir dann die Sache abarbeiten. Könnte es von einem verbündeten Schiff stammen? Es stimmt mit dem Transponder-Code des Asari-Forschungsschiffs Perifona überein. Das ist das Schiff, von dem Hidaria gesprochen hat. Ja, und es könnte ganz in der Nähe sein. So, dann werfen wir noch mal einen Blick drauf. So, kurzerhand markiert das Ganze. Im Süden also. So, oh, das Spiel hat aber gerade mächtig zu tun. Oder der Computer, wie auch immer. Haben wir es jetzt? Ich glaube ja. So, wie könnten wir gleich noch mal in den Bergmodus wechseln? Ach so, okay. Hab's gefunden. Man was? Muss sich nur vorstellen, man würde auf das Gesicht des Archons zielen. Dann sind solche Schüsse ganz einfach. Guter Tipp. Danke. Okay. Whatever. So, dann sollten wir auch gleich da sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir jetzt hier finden werden. Und ob die ein paar Hinweise dazu haben, was mit dem Asari-Schiff passiert ist, mit der Asari-Arche. Ich dachte, es wäre die Perifona. Eis- oder Mineralvorkommen können zu falsch positiven Ergebnissen führen. Das tatsächliche Signal muss allerdings relativ nah sein. Glückwunsch. So, aber wenn das schon hier unser Signal stört, dann nehmen wir das auch mit gleich, das Lithium. Und haben jetzt, wie es aussieht, eine ganze Reihe von... na witzig. Eine ganze Reihe von weiteren Punkten, an denen die Perifona sein kann. Fangen wir mal mit dem hier gleich östlich von uns an. Auf geht's! So, ein bisschen nach Norden war es, glaube ich, ne? Die Angara gemeinsam mit sich trainieren lassen würden. Ich würde gerne ihre Kampftechniken kennenlernen. Hui! So, irgendwo hier drüben muss es sein. Hui! Hieß, das hier wäre eine goldene Welt. Das will mir einfach nicht in den Kopf. Was denn? Ist doch ganz schön jetzt eigentlich hier. Gut kalt, aber ansonsten. So, dann müssen wir nochmal auf die Karte schauen, damit wir nicht zum falschen Punkt aufbrechen. Okay, der ist wirklich tatsächlich einfach östlich von uns. Und dann müssen wir nur nach Süden fahren und kommen zum nächsten. Ist davon was? Nee, ne? Das ist, glaube ich, nicht der richtige Ort. Ach so, das waren bloß irgendwelche Relikte. Hops. So, wir sollten noch relativ nah sein, oder? Ein falsches Signal. Das können wir abhaken. Wunderbar. Ich würde gern unsere Kampfstrategien abstimmen, Joel. Welche Taktiken setzen Sie ein? Ich schalte den Gegner aus, bevor er mich sieht. Brauche ich noch mehr? Nein, das genügt vollkommen. Okay, auf nach Süden. Wollen wir mal schauen, ob wir Glück haben oder ob wir tatsächlich erst beim allerletzten Punkt dann das Shuttle finden. Ich habe irgendwie leise Befürchtung, dass das so sein wird.
So, muss jetzt nach oben oder ist das egal? Ich weiß es gar nicht. Es wäre schön, wenn man sich die Karte so nebenbei noch aufrufen könnte. Das wäre nochmal ein nettes kleines Gimmick. Wenn man sich die so auf Knopfdruck in die Ecke setzen könnte vielleicht. Denn jedes Mal die erst aufzumachen ist halt auch relativ umständlich. Oh, sieh mal an. Hallo, mein Kleiner. Einmal durchfahren. So, sieht aber gut aus. Von der Richtung her. Jetzt sind sie ja doch relativ weit auseinander. Da kann man sie auch gut unterscheiden. Hallo. Ja, über den Bergkamm kommen wir noch drüber. Können Sie sich vorstellen, was für Heizkosten wir hätten, wenn wir uns hier ansiedeln würden? Achso, die Frage ging an mich. Ich vermute sehr hohe. Es sei denn, wir machen eine ordentliche Wärmedämmung rein, was ratsam wäre auf dem Planeten, der Minusgrade dauerhaft hat. So, wir bleiben mal hier oben. Ich glaube, es ist irgendwo hier, oder? Da lang? Nein? Andere Richtung? Hier so, da. Ich empfange das Signal der Perifona noch immer. Ich frage mich, wieso sie gelandet ist. Mann, 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 die machen einem das Leben aber auch schwer. Ich würde sagen, jetzt machen wir dann doch mal einen kleinen Sprung und bewegen uns dahin. Das sollte die Sache ein bisschen verkürzen. Und die sind ja relativ nah beieinander und relativ nah an der Stelle, zu der Peavey möchte. Von daher sollte die Wahl ganz passen. Wir sind ganz hier, gut um passen. Diese Galaxie zu erkunden. Oh, ich verstehe. Es ist einfach nur ungewohnt, nachdem wir im Kampf gegen die Cat all die Jahre versucht haben, möglichst unauffällig vorzugehen. Aber eines Tages werden wir sie vernichten. Und dieser Tag ist nicht mehr weit entfernt. So, ja, ja, die Cat, die sind ja im Prinzip schon von den Planeten, auf denen wir uns angesiedelt haben, recht zuverlässig vertrieben worden. Also, ich glaube, Vernichtung wird im Bereich des Möglichen liegen, tatsächlich. Ich weiß bloß nicht, ob der Archon schon in diesem Teil dran glauben wird. Oder ob das nicht vielleicht für die Zukunft offen gelassen wird. Das ist der Ursprung des Signals der Perifona. Oh, sehr schön. Der dritte von vier Punkten. Schalten wir sie aus. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts anderes erwartet, als dass Cat vor Ort sind. So, Freunde. Oh, das ging ins Leere. Komm, dann setzen wir mal hier eine Singularität rein. Und dann macht's puff. Und dann besuchen wir die Kollegen mal. Und schlagen ein bisschen um uns. Ein Freiflug für dich. So. Sonst noch jemand? Da drüben. Auch du darfst einmal fliegen gehen. Nein. Nicht mit mir. So. Die Kette hätten wir ausgeschaltet und es scheint nur noch der Transponder hier zu sein, wie es aussieht. Das ist natürlich schlecht. Kurz eingesammelt den Kram und dann scannen wir mal das Ding. Tja, das ist der Transponder des Perifona, aber wo ist der Rest? So, das Ding ist mit dem Flugschreiber verbunden, der noch relativ unbeschädigt ist, okay. Kein Zweifel, das ist die Perifona. Oder zumindest das, was von ihr übrig ist. Definitiv Cat-Beschuss. Das hier war nicht einfach nur ein Absturz. Die Cat haben das Schiff pulverisiert. Es gibt keine Überlebenden. Keine Antworten, weiß ich nicht. Wenn wir den Schreiber ein bisschen durchsuchen, wer weiß. Ohne die Crew haben wir unsere beste Spur zur Arche der Asari verloren. Aber das hier gibt keinen Sinn. Die Cat nehmen Gefangene. Warum sollten sie die Crew töten? Es wirkt fast so, als hätten sie die Perifona als Bedrohung gesehen. Dabei ist sie einem Cat-Kreuzer doch niemals gewachsen. Ryder! Cora, da ist etwas! Ein Flugschreiber! Er hat einiges abbekommen, aber vielleicht können wir ihn ja... Letzte Aufzeichnung. Wenn die Arche das hier je finden sollte. Wir haben versagt. Wir konnten sie nicht abziehen. Die Datenkopie ist verloren. Die Dezimierung ist zu gerissen.
Vergeben Sie uns. Wir haben versagt. Die Dezimierung? Vielleicht sind das ja diese Elitejäger der Cat, von denen Hidaria gesprochen hat. Das klang sehr merkwürdig auf jeden Fall. Können wir diese Info oder den Flugschreiber nutzen, um die Arche zu finden? Wenn die Navigationsdaten noch intakt sind, könnten wir die Flugroute der Periphona zurückverfolgen. Ich kann Ihnen dabei behilflich sein. Klingt gut. Ich sehe mir das an, wenn wir zurück sind. Noch ist hier einiges zu tun. Okay. Also doch nicht so hoffnungslos das Ganze. Schön, dass die Lebensfähigkeit noch weiter steigt. Die war ja sowieso schon theoretischerweise bei weit über 100. Aber das macht das Ding ja nicht mit. So, wir müssen darüber. Ich würde aber noch mal ganz kurz hier zum Aufklärungsposten gehen, um Bibi einzusammeln. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Ich habe jetzt auch gerade vorhin gar nicht geguckt, was genau wir hier machen. Aber ich nehme sie einfach mal mit. Man weiß ja nie. Kann nicht schaden, denke ich. So. Oh nein, nein, nein. Naja, dann ruf halt den Nomad. Der ist zwar schon da, aber hey. So, dann Terminal. Das ist nicht das, was ich will, aber hier gibt es einiges an Nachrichten, sehe ich gerade. Triangulation erfolgreich. Politische Geografie. Wichtige Bevölkerungszentren. Astraya. Bla 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 bla. Irgendwas Interessantes? Eigentlich nicht. Das sind bloß zusätzliche Infos über den Planeten, wie es scheint. Nachricht des Tages. Schön entspannt bleiben und tot den Cat. Finde ich gut. Unterlagen aus dem Archiv der Initiative werden ergänzt. Laufende geologische Abweichung. Erweitere Datenabgleich auf Archiv der Initiative. Von Gian Garson. Okay. Präsentation von Habitat 6 in öffentlichen Materialien. Sehr geehrte Direktorin Garson, das ist viel Text. Ich lasse es mal so durchlaufen. Strandparadies. Okay, welches ist Habitat 6? Ist das hier Volt? Es ist nicht ganz ein Strandparadies. Okay, klingt auf jeden Fall merkwürdig. Ein gemäßigtes Klima. Naja, naja. Fast, fast. Ein Nexus Lifelink. Irgendwas Interessantes dabei. Stichworte Volt, Habitat 6. Ja, Habitat 6 ist also Volt. Erste Beobachtungen weisen darauf hin, dass die Welt, genau wie Eos, in keiner Weise den Erwartungen entspricht. Das sind alles alte Nachrichten, also eigentlich. Okay. Klicken wir die nochmal kurz durch. Falls irgendjemand den Spaß sich gönnen will, die durchzulesen. Ich glaube, da ist jetzt aber auch nichts Wichtiges dabei. Wärmelampen sind, glaube ich, nicht schlecht als Verbesserungen, ja? Gut, okay. Lassen wir das. Ich hätte aber gedacht, man kann die Besatzung wechseln oder die Achso, bei Ausstattung ist das mit, oder? Yep. Finde ich merkwürdig, die Truppenmitglieder unter Ausstattung zu führen, aber gut. So, mal was ganz anderes. Wir haben Peavy mit dabei. Ich glaube, bei Peavy muss ich erstmal ein bisschen was an den Skills ändern. Achso, wir müssen natürlich erstmal wechseln. Hi. So, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich Peavy als Mitglied so direkt mit dabei habe, oder? So, gönnen wir ihr mal ein paar Fertigkeitszuweisungen. Oh, habe ich die schon mal ausgestattet mit Punkten oder ist das automatisch passiert? So, dann gehen wir auf jeden Fall mal auf den Duellanten. Ich glaube, das ist automatisch passiert, sonst wäre das schon ein bisschen höher. Kräfte Schaden, Kräfte Stärke, Aufladegeschwindigkeit, gehen wir auf Schaden und Stärke. Wirkungsbereich, Radius oder Stärke, Waffenschaden. Ich nehme das, denn die benutzen ihre eigenen Kräfte nicht so oft automatisch. So, und hier gehen wir dann noch auf Überlebenskünstlerin und dann hätten wir das. So. Alright. Dann rein in den Nomad. Und auf zu Peavys Mission. Die Reltec von der Reliktstätte auf Volt beschaffen. Vielleicht brauchen wir die auch gar nicht dazu. Aber die kann danach dann auch wieder in ihre Rettungskapsel verschwinden. Die erste schon, aber nicht die einzige. Ach, wer denn noch? Lexi. Oh, natürlich. Dachtest schon, du wärst was Besonderes, ne? Nee, nicht wirklich. So, das da drüben ist es, glaube ich. Das sieht mir zumindest richtig aus.
Was haben wir denn da? Das sind die Ruinen, die wir suchen. Zeit, ein bisschen Tech mitzunehmen. Erstmal ein bisschen Tech kaputt machen, glaube ich. So, oh, da leckt's. Hallo Freunde! Oh, dann gehen wir einfach mal ein bisschen durch die Gegend, solange die hier noch damit beschäftigt sind, den Boden zu scannen. Und hauen einfach mal auf alle drauf. Das passt schon, glaube ich. So, das reicht. Oh, wir müssen mal wieder Sudoku spielen. Ist das nicht wunderbar? So, dann schauen wir mal kurz. Wir brauchen noch Glyphen, sehe ich gerade. Mit einem Scan müssten Sie die fehlenden Glyphen finden können. Oh, ich liebe es. Pibi, hast du nicht zufälligerweise eine Ahnung, wo die Glyphen sind? Oh, hier. Okay, lösen wir dieses Rätsel. Es ist tatsächlich nur eine Glyphe. Okay, dann auf zu einem neuen Versuch. Wir haben, aber dann brauchen wir echt bloß die eine Glyphe, ja? So, schauen wir mal. Ah ja, hier gibt es noch ein anderes. Okay, das kommt dann auch an die Stelle. Ja, was mache ich denn? So, setzen wir das wieder hin. Und hier drüben kommt dann das hin. So, hier kommt das. Machen wir erstmal hier oben die Reihe fertig. Das kommt dahin. Hier kommt das hin. Hier kommt das. Ja, das ist eigentlich alles kein Problem. Seit ich mitgekriegt habe, dass eben auch innerhalb dieser Felder das übereinstimmen muss, ist das jetzt nicht mehr wirklich ein Problem, muss ich sagen. Es kostet halt bloß ein bisschen Zeit, sich durchzuarbeiten, aber alles kein Ding soweit, das sollte es sein. Erfolg. Wunderbar. Hey, so lang. Können Sie das für Ihr Projekt gebrauchen, Pibi? Sieht so aus. Echt coole Rel-Tech. Rel-Tech? Ja, eine Abkürzung, die ich mir ausgedacht habe. Rel steht für Relikte und... Ich verstehe. Immer wenn wir auf Ruinen wie diese stoßen, nehmen wir so viel wie möglich mit. Vielen Dank. Besuchen Sie mich mal auf dem Schiff. Ich gebe Ihnen dann einen aktuellen Statusbericht über das Projekt. Okay, ich hätte sie wahrscheinlich also gar nicht gebraucht dazu. Naja, weiß man ja nicht vorher. So, warte. Haben wir hier noch irgendwas? Achso, das sind bloß diese interessanten Orte, wo dann halt irgendeine Cat-Basis steht. Gut. Nee, da will ich jetzt... Das will ich doch gar nicht. Ich will zum Aufklärungsposten. Und ich glaube, deshalb konnten wir vorher auch diese Truhe noch gar nicht öffnen. Ich hatte doch immer eine Truhe... Ach nee, die war hier unten. Siedlungsort? Nee. Die war bei der Tempest gewesen, das weiß ich noch. Aber die ist jetzt gar nicht mehr zu sehen. Das ist, ich meine, die Tempest ist doch hier irgendwo. War die nicht hier im Südwesten? Ach, was weiß ich. Wir gehen mal dahin. Aber vielleicht hat es damit zu tun, dass ich bisher die Truhe, die da noch war, nicht öffnen konnte, weil ich einfach noch nicht zu der zu der Rebellenbasis hingehen konnte. Widerstandsbasis heißt's. So, dann wollen wir uns das Ganze mal anschauen. Ich werde aber Pibi jetzt nicht weiter mitnehmen, glaube ich. Ich werde nochmal wechseln. Und werde mir Vetra einpacken, glaube ich. Ja, ich glaube, Vetra soll es sein. Und dann können wir gleich auch nochmal bei ihr die Skillpunkte vergeben. Ich glaube, das passt dann ganz gut. Denn wir werden sicherlich auch kämpfen müssen. So, 15 Punkte auch bei ihr. So, da gehen wir mal auf den Schmuggler. Was haben wir da? Kräfteschaden, Kräftestärke, Waffenschaden. Gehe ich mal wieder auf den Waffenschaden. Verteidigungsexpertin. Schadenswiderstandsbonus oder Schadenswiderstandsbonus? Wo ist jetzt der Unterschied? Also erleidet weniger Schaden, wenn sie sich nicht in Deckung befindet oder wenn sie sich in Deckung befindet. Okay. Nicht in Deckung natürlich. Denn dann wird man in der Regel öfter beschossen. So, Turbolader, Energiepanzer. Was war der Energiepanzer gleich nochmal? Ach, das ist einfach nur eine Rüstung sozusagen. Ne, wir gehen auf den Turbolader. Auf Ladetempo oder Dauer? Ich würde sagen die Dauer.
Meine Überlegungen dabei sind halt einfach immer, dass die NPCs von sich aus die Kräfte nicht so oft benutzen einfach. Und dementsprechend geht man halt mehr drauf, die für den einmaligen Gebrauch stärker zu machen. Hallo Freunde! Wie geht's deiner Schwester? Besser. Körperlich. Immer noch Albträume? Das tut mir leid. Wir können nichts tun, außer für sie da sein, wenn sie uns braucht. Schau mal, Ryder ist wieder da. Was brauchen Sie? Nichts. Ich wollte nur mal kurz mit euch reden. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich Dann euch überhaupt kenne. Dann will ich Sie kenne. Nicht länger von der Arbeit abhalten. Machen Sie es gut und seien Sie vorsichtig. Immer. Und Sie auch, Jarl Amadarav. Hat Ihre Schwester sich von ihrer Mission erholt? Sie war tapfer. Sehr tapfer. Zweimal ja. Sie hat sich erholt und sie war tapfer. Danke der Nachfrage. Du hast eine Schwester? Hast du uns noch gar nichts von erzählt? Gut, dann gehen wir mal rein. Ich hatte es jetzt gar nicht so auf dem Plan, dass das, wo wir hier hingehen, der Ort ist, nachdem ich gerade gesucht hatte auf der Karte. Ich dachte, es wäre jetzt irgendein neues Lager, aber ist es gar nicht. So, wir müssen bloß mal schauen, wo wir jetzt genau hin sollen dabei. Nicht rein, wie es aussieht. Oder? Mal kurz die andere Ebene anschauen. Das ist nicht das, was ich will. Hier hinten. So, markieren wir uns das Ganze mal. So. Vielleicht hilft uns das ein bisschen weiter. Die Richtung. So, mal schauen, was wir hier rausfinden können über die Position der Moshe. Das ist irgendwie schon wieder so ein Scheiß wie bei dem, wie bei der Kiste, glaube ich. Die Kiste ist wahrscheinlich auch irgendwo hier drin einfach nur und der Radar spielt dann verrückt, weil der hier drin eine andere Karte hat. Kann das sein? Aber das wird mir auch nicht hier drinnen angezeigt. Also, so richtig passt das nicht, habe ich das Gefühl. So, jetzt bin ich wieder draußen. Was zeigt die Karte jetzt an? Ich habe keine Ahnung, wo ich da hin muss. Angaranische Widerstandsbasis. Ja, aber wie komme ich da hin? Angaranische Widerstandsbasis? Ist das ein anderer Ausgang oder was? Hä? Okay, mal schauen. Also, wir gehen hier hinein und müssen dann wahrscheinlich eher so nach links weggehen, oder? Einfach geradeaus, theoretisch. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken. Ja, ja, bla bla. Nerv nicht rum. Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Okay, schauen wir mal. Lebenserhaltung ist stabil. Ich weiß, ich weiß. Vielleicht müssen wir auch einfach hier bloß reden. Kann ja auch sein. Möchte denn jemand hier mit mir reden? Sieht gerade nicht so danach aus. Specialist Parnar, konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. So, hier liegt ein Datenpad. Das kennen wir aber wahrscheinlich schon. Ich gehe mal davon aus. Ich mache nochmal kurz so. Ich vermute mal, das hatten wir schon. Sieht jetzt nicht so spannend aus. Haben Sie Fragen? Nein, nicht wirklich. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. Also ich brauche eigentlich schon ein paar Hinweise, wo ich jetzt hingehen muss, aber ich glaube, du kannst mir da nicht weiterhelfen. Sind wir hier denn richtig? Ich gehe mal weiter in die Richtung. So, Westen, Südwesten. Könnte auch. Ah, warte mal, da oben wird jetzt der Ausgang angezeigt. Ich glaube, hier sind wir richtig. Schalten Sie es an. Ich sollte vielleicht nichts übereilen. Ich glaube, das hier ist die richtige Ecke, kann das sein? Aber. Hä? Bin ich jetzt gerade im Kreis gegangen oder was? Nee, ich bin hier richtig, okay. Ah doch, verstecktes Lager, ja, ja. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich, wie ich habe auch schon versucht, da hinzukommen, indem ich da über ein Dach hinspringe. Und hatte keinen Erfolg dabei. Das kommt mir doch sehr bekannt vor, ja. Aber wir sind zumindest an der richtigen Stelle, um unsere Mission hier zu starten. Schauen wir mal, was für Infos wir hier bekommen. Es hat sich herumgesprochen, dass Sie in Ordnung sind. Ich werde das für mich selbst entscheiden, nachdem ich mit Ephra geredet habe. Okay.
Freut mich, dass die Leute der Meinung sind, ich bin in Ordnung. Sind Sie der Pathfinder, von dem Ephra gesprochen hat? In der Tat. Ja, bin ich. Wir sind das Team, das mit Ihnen die Einrichtung angreifen soll, um hoffentlich die Moschei zu retten. Ich bin Ihr Pilot. Die Kett-Einrichtung ist auf der anderen Seite des Planeten. Können wir aufbrechen? Na klar doch. Verlieren wir keine Zeit. Sie können mich im Shuttle über alles informieren. Okay, aber einsteigen. So, dann wollen wir mal zu der Mission aufbrechen. Also dafür habe ich jetzt noch Zeit und danach werde ich dann wahrscheinlich die Aufnahme auch beenden, denke ich mal. So, wen nehmen wir mit? Also Jarl auf jeden Fall und ich würde denken, ja, Vetra ist eigentlich okay. Das passt so, glaube ich, die Wahl. Achso, ich muss einfach... Machen wir es so. Okay, los geht's.